Ist ja gut, ey. Es gab die Bahnlinien von Gießen nach fast überall hin, aber die meisten sind einfach abgerissen. Ja, ja, die Stadt besaß auch mal eine Straßenbahn. Jetzt ist halt alles voll dicker Autostraßen. Ein Anlagenring um die Innenstadt, ein äußerer Autobahnring und halt die Verbindungsstraßen. Dafür hat Gießen immer noch keine einzige Fahrradstraße. Und Busspuren sind auch selten. Aber keine Angst, das fällt gar nicht auf. Schließlich ist die Fußgängerinnenzone für eine Stadt als Oberzentrum und Regierungssitz Mittelhessens auch ziemlich mickrig. Früher hieß die Stadt mal Gartenstadt, aber eigentlich war auch das schon gelogen. Asphaltflächen, große Kreuzungen, Parkhäuser und Stellplätze prägen das Stadtbild seit Beginn des Autobooms. Und das wird noch schlimmer. Im ehemaligen US-Depot wurden jetzt gerade alle Bahnanschlüsse gekappt, um großen Fabrikhallen Platz zu machen, die mit LKW beliefert werden sollen. So, herzlich willkommen alle Gäste aus den Zügen, die jetzt gerade hier in die Stadt strömen. Ihr seht jetzt, wie das Gießen, ein anderes Gießen mit einer anderen Verkehrspolitik aussehen könnte. Ihr seht eine Straßenbahn, die gerade hier über die Kreuzung fährt, die Regiotram für Gießen. Mit der könntet ihr direkt in der Stadt weiterfahren. Ihr müsst gar nicht auf die Ampeln achten, ihr könnt kreuz und quer laufen. Unsere Idee für den 3. Mai? Einen Tag lang in einem ausgewählten Bereich der Stadt das Wirklichkeit werden zu lassen, was unser Verkehrswendeplan für Gießen vorschlägt. Der Plan wurde von vielen Initiativen und Einzelpersonen ausgearbeitet und mit allen verfügbaren Ideen weg vom Auto und hin zu einer umwelt- und sozial gerechten Stadt gespickt. Eine autofreie Innenstadt, ein enges und gutes Netz von Fahrradstraßen, leistungsfähige Regiotrams, die über die Zugstrecken der Umgebung kommend durch die Innenstadt fahren und eine Seilbahn, die wichtige Uni-Standorte, Kliniken und Verwaltungen dort verbindet, wo eine ebenerdige Straßenbahn sehr aufwendig wäre. Spektakuläre Aktionen machten unsere Vorschläge binnen eines Jahres zum viel diskutierten Thema in der Stadt. Die Medien griffen viele Themen auf und die sonst träge Politik begann mit der Debatte über die Vorschläge. Immer mehr Gruppen, darunter auch sonst zögerliche Verbände, schlossen sich den Aktionen an. Ein Erfolgsgeheimnis? Wir arbeiten ohne Label, ohne Zwang zur Einigung, als offenes Aktionsnetzwerk, eine Kooperation der unterschiedlichen. Unser Verkehrswendeplan und die Aktionen sind kein Konsens, sondern die geschickte Fusion aller Ideen, oft beraten von Menschen mit Expertise in Stadt, Radwege und Bahnplanung. Der Aktionstag am 3. Mai sollte einen neuen Höhepunkt darstellen. Und er wurde es. 10 Stunden lang verwandelte sich ein Teil der Stadt in eine autofreie Zone, in Fahrradstraßen und ein buntes Straßenfest, das zeigen sollte, wie schön Gießens Straßen wären, wenn die Autos draußen bleiben. Rundherum gab es Demonstrationen und viele kleine Aktionen. Was die Bundesregierung aktuell veranstaltet, ist gar nicht vereinbar. Und dafür sollen wir kämpfen, dafür müssen wir auf die Straße gehen. Der Innenspur. Und das ist ja eine auch unserer Forderungen, so wie heute der ganze Tag ein Stück von unserem Verkehrswendeplan umsetzen soll. Die ganze Innenstadt autofrei, also auch die Neustadt, daraus die Fahrradstraße, sieht man ja auch, gibt es jetzt schon, keine Autos mehr fürs Fahrradfahren.
so haben wir auch vorgeschlagen, die beiden inneren Spuren des Anlagenrings als Zweirichtungs-Fahrradstraße, die werden wir uns jetzt mal erobern. Viel Spaß und autofreies Gießen! Dann wird kodiert die individuelle Codenummer, damit man die Fahrräder im Fall eines Diebstahls zuordnen kann. Für alle noch mal kurz erklärt, nacheinander, wir haben alle Parteien eingeladen. Es sind drei gekommen. Es ist so, dass ich kurz immer unsere fünf Hauptforderungen vorstelle, also immer eine nach der anderen und dann frage, wie steht denn die Partei dazu? Und dann haben wir unsere Jury von den Friday for Futures, die dann beurteilen, ob die eine vernünftige Antwort gegeben haben. Also nicht, ob die Antwort gut oder schlecht war, sondern ob sie mal eine klare Position benannt haben können oder das Politiker-Blabla eingeschaltet haben. Man könnte eine Achse legen durch diese Stadt mit Fahrradstraßen, und zwar hinten von Schiffenberger Tal, also vom Phil 1, Phil 2, durch die Goethestraße, über den Seltersweg und dann hier durch Richtung Westen, also eine Ost-West-Tangente. Die gibt es nicht, das ist ein Riesenproblem. Die Neustadt ist voll mit Autos, die neue Bäue ist voll mit Autos. Das ist mein großer Kampf, dass wir da die Autos rauskriegen. Und das wäre für mich quasi so die erste auch machbare und sinnvolle Fahrradstraße. Ich meine, nur die Straße zu Fahrradstraße zu machen, ist Pillepalle. Das bringt eigentlich gar nichts. Ich würde mir wünschen, dass wir eine Fahrradstraße machen auf den Anlagenring. Das hat der Dezernent, der Bürgermeister, ja abgelehnt. Das stimmt übrigens nicht. Da haben wir in der Koalition nie drüber gesprochen. Ich bin für einen einspurigen Gießener, also in Anlagenring. Das geht auch verkehrstechnisch. Aber es ist halt einfach so, dass die Fahrradfahrer zu wenig Platz in der Stadt haben. Das führt auch dazu, dass man, wenn man mit Leuten spricht, die sich zu Alternativen zu Autos raussuchen, zum Beispiel ein Lastenfahrrad oder einen Anhänger mit hinten dran, dass sie Angst haben, damit auf die Straße zu gehen, weil gerade solche Geräte sind dafür gebaut, dass sie eben auch Platz benötigen und diesen Platz auch brauchen, ohne dass sie dann noch von einem Auto irgendwie schnell überholt werden. Darum brauchen wir auf jeden Fall mehr Fahrradstraßen und auch ein richtiges Netz. Die Grünen setzen sich für eine autofreie Innenstadt in Gießen ein. Ja. Es ist natürlich wieder interessant zu wissen, vor allem in Bezug dessen, was die anderen gesagt haben, die jetzt irgendwie geflüchtet sind. Aber können wir eins fragen, die Linke setzt sich auch weiterhin für die Regiotram auf jeden Fall. Und ich muss euch ein tolles Beispiel sagen. Es gibt eine Stadt, die ist mit Gießen, zumindest von der Struktur her, toll vergleichbar. Das ist Tübingen. Die haben 89.000 Einwohner, haben eine Uni, haben eine Universitätsklinik. Die haben so eine Machbarkeitsstudie gemacht. Da ist ein positiver Bescheid rausgekommen. In Tübingen läuft jetzt gerade ein Bürgerentscheid dazu an, um dort halt auch die Bevölkerung mitzunehmen. Das ist das, wie wir uns das auch vorstellen. Der Nulltarif, also die Verbindung von sozialen und ökologischen Fragen, ist uns immer sehr, sehr wichtig, dass Umweltschutz nicht weiter eine Reichenpolitik ist. Das ist traditionell.
traditionell in Deutschland leider so. Viele Ökos fordern halt eher solche Plakettenregelungen. Die Leute sollen sich alle super neue Autos kaufen mit tollen Euro 6 Plaketten. Nur noch die sollen in die Innenstadt reinfahren. Ja, wer hat denn das nötige Kleingeld, um sich immer die neuesten Autos kaufen zu können? Das ist doch Öko-Gentrifizierung unter grünem Deckmantel. Und deshalb fordern wir, Mobilität muss für alle gleichermaßen möglich sein. Und das ist die Verbindung eines guten ÖPNV mit dem Nulltarif. Nulltarif und die Linken. Logo. So, jetzt kommen auch die Zugpassagiere. Herzlich willkommen im neuen Gießen. Ihr könnt jetzt sehen, wie hier die neue Verkehrsführung funktioniert. Wir haben hier eine Rundum-Grün-Phase jetzt gerade simuliert. Ihr seht zwar auf den Ampeln das rote Männchen, aber man kann jetzt kreuz und quer über den Fußgängerplatz laufen. Also je nachdem, wo Sie hinwollen, Sie können kreuz und quer über den Fußgängerplatz laufen. Sie müssen sich nicht an die Ampeln halten, können diagonal queren. Die Fahrradfahrer können jetzt hier die Fahrradstraße einmal nutzen, wie das auch schon geschieht. Einfach kreuz und quer laufen. So könnte es aussehen, wenn wir eine andere Verkehrspolitik hier in Gießen hätten. Vielen Dank, jetzt geht's weiter. Die Reaktionen waren gigantisch. Beide regionalen Tageszeitungen setzten das Ereignis als Aufmacher auf die Titelseite. Im Inneren folgten ganzseitige Berichte, an den Folgetagen erschienen weitere Einzeltexte. Den Abschluss setzte 4 Tage später ein Kommentar, in dem der Autor die Stadtregierung deutlich aufforderte, endlich zu handeln. Dabei nahm er Bezug auf die Oberbürgermeisterin, die während der großen Fahrraddemo das Straßenfest besuchte. Eher zufällig fing eine Kamera ihr Statement ein. Ja, schön, ne? Von hier. Ich jetzt gerade. So kann und soll es weitergehen, bis Gießen und Umgebung aus dem Würgegriff der Blechlawinen befreit sind. Nulltarif mit Straßen und Seilbahnen und ein enges Netz von Fahrradstraßen sind dabei die wirksamsten Mittel einer Verkehrswende. Ergänzt durch viele kleine Verbesserungen schaffen sie Platz für ein buntes Leben, für Spiel, Kultur und Genuss auf den Straßen, für Wohnhäuser statt Parkhäusern und vieles mehr. Unser Plan ist die Leitschnur für die Wende weg vom Auto hin zu einer lebenswerten Stadt, in der alle gleichberechtigt mobil sein können. Wir freuen uns über eure Unterstützung im Ringen um ein Ende von Lärm, Gestank, Angst und Gedränge in Stadt und Umland.